Recruits! That was lovelier than Sicilian stew. Again! She bit me in the face. Sag mal, was hast denn du eigentlich um deine Schulter? Ist das ein Wolf? Das sehe ich jetzt erst. Hallo da draußen an den Bildschirm. Ja, und wir sind immer noch ein bisschen außen vor. Wollen wir noch mal zum Bestatter? Hat der noch eine Idee? Wir können jetzt noch mal zum Bestatter, wir können noch mal zu Esmeralda. Und wir gehen tatsächlich die Ideen aus. Ich sage euch, wir brauchen Taschendiebstahl. Aber wenn wir uns... Warte mal, wir haben doch... Moment mal. Wir haben doch dort... Wir hatten doch... Nee, Scarlet von mir aus. Obwohl, 7 Rüstungswert? 19. Aber 122. Ich glaube, die 122 wird nicht direkt bei jedem sein. Wie viel haben wir denn hier überhaupt? Wie sieht es überhaupt aus mit Haltbarkeit? 30? Wie sieht es denn eigentlich aus mit unserer Haltbarkeit? Hier. Oh, 55. Oh. Oh. Oh, oh. Das sehe ich ja jetzt erst. Auch die Schuhe sind bald dahin. Aber da haben wir noch ein paar. Oh, oh, wir müssen zu einem Rüstungsschmied. Haben wir hier einen Rüstungsschmied? Oh. Aber wir haben gar nicht das Geld dazu, oder? Eieiei. Ja, ich hab an die Tür geklopft ewig, ne? Das ist natürlich doof. Das ist natürlich mehr als doof. Das habe ich jetzt gar nicht mehr bedacht. Ach, deswegen ist da oben das Rüstung, ne? Die Rüstung so schlimm. Oha. Wo war denn? Ja, wie gesagt, wir bräuchten einen Taschendiebstahl. Menschen. Achso, na. Das ist immer falsch hier. Wir bräuchten einen Dieb. Mit einem Dieb hat man es hier sehr leicht. Also viel leichter. So rum. Du bekommst Geld ohne Ende. Hast du neue Erkenntnisse? Wir sprechen halt nochmal mit jedem. Aber mit dem haben wir ja noch nicht gesprochen, Walter. Ich kann gar nicht mehr mit dem sprechen. Wirklich? Meister? Sir, you're under arrest for complicity in the murder of Councillor Jake. Please follow me. What? That's insane. I would never. Sir, please come quietly, or I'll have to forcefully subdue you. Fine, fine. There's no need for that. But you must know I am an innocent man. What? Warum? Warum? Haben wir was damit zu tun? Wir schauen uns hier noch mal ein bisschen um, ne? Wenn es schon nicht da ist. Wieso?
Wieso macht er das Ganze da mit dem... mit seinen... Hä? Ich bin ein bisschen verwirrt. Pfeilschäfte gebe ich mir Scarlett. Hm. Das ist ja merkwürdig hier, Alice. Wir haben Riesennägel. Schlüssel für die Truhe des Bestatters. Moment. Wo? Ah, hier hinten. Schaut an. Was ist mit dem Bestatter? Um ehrlich zu sein. Habe ich keine Ahnung. Ich bin da ein bisschen raus gerade. Wir brauchen unbedingt einen Schmied und wir brauchen Geld vor allen Dingen. Hier ist die Truhe. Brauchst du zufällig noch einen Apfel? Oder ist immer noch ein Glas Wasser? Okay. Verrostetes Kupferamulett. Echt? Heiden? Die Anste- Oh, das nehmen wir mit. Der ist unser Inquisitor, das zieht er ein. Das zieht er tatsächlich ein. Wir können es aber nicht identifizieren. Ne? Schade eigentlich. Aber wir stehlen es mit. So, ein Wasserstab. Eine Eisgranate. Joa, warum nicht? Was ist das denn? Silbererz. Aber das... Halt, eine Identifizierungslupe, gerne. Das ist ja wie für uns gemacht gerade, ne? Das ist ein bisschen wie für uns gemacht. Wie funktioniert es? Benutzen? Identifizieren. Oh, wie? Moment. Identifizierungsloop benutzen. Identifizieren. Fehlgeschlagen. Fehlgeschlagen. So ein Mist. So ein Mist. Wieso schlägst du fehl? Wieso kann ich das eigentlich nicht nochmal untersuchen? Ach doch, hier. Der Formgebung dieses soliden Amuletts nachzuurteilen, muss es sehr alt sein. Vielleicht stammt es sogar aus der Zeit der ersten rebellonischen Heiden, die anstelle der sieben Götter. Interesting. Aber warum ist der festgenommen worden? Haben wir damit was zu tun? Habe ich irgendwie was in die Wege geleitet? Gibt es hier eigentlich noch einen Keller? Nee. Hier ist noch die Leiche. Noch eine Leiche. Das Buch haben wir... Das Hauptbuch haben wir doch schon... Striking it rich! What? Wir standen denn noch mal drin in dem Hauptbuch? Leiche in Luft auflösen. Ja. Aber... Aber das heißt doch nicht, dass der Totengräber
sichern, dass der Totengräber... Wir schauen jetzt nochmal bei Esmeralda vorbei. Und dann schauen wir bei Arius vorbei. Was war das nochmal hier? Krämerladen? Und die blöde Truhe. Ah, das ist zurzeit total... Wir sind total in einer Zeitschleife gefangen. Hätte ich bei nichts gesehen. Denn mir gehen die Ideen aus. Wisst ihr? Ich kann nicht... Ich bin nicht Sherlock Holmes. Ich kann das Ganze gerade nicht kombinieren. Der Totengräber, wie passt der in die Sache rein? Es ging ja um irgendeine vermummte Frau. In... Esmeralda, hast du noch was Neues zu sagen? The Hunter returns. I hope you are here to shop rather than sleuth. Listen, if you're going to accuse me of something, you would better find the evidence to back up your ridiculous claims. Nee. Da ist nichts Neues. Was ist hier? Die ist verschlossen. Die ist verschlossen. Und unser Freund hier, der auch nichts Neues zu sagen hat. Legion's greetings, Hunter. Nee. And what questions are those? Nix. Was haben wir denn hier noch? Leere Flaschen, Brot. Und sonst eigentlich nichts. Ne? Wir gehen noch mal raufwärts. Das macht mich kirre. Habe ich schon gesagt, dass mich das kirre macht? So, hier haben wir ein Gemälde, einen Kochtopf, die leere Truhe. Die haben wir schon aus. Hier haben wir Diamanten und was weiß ich. Aber ansonsten, ne? Mondstein. Schlüssel zu Esmeraldas Haus. Jetzt schauen wir uns halt hier noch ein bisschen um. Das ist echt ein Try and Error für mich hier. Sichern? Obwohl, Esmeralda, der hat doch schon der Hund gesagt. Oder? Entschuldigung, tut mir aufrichtig leid. Echt? Hat er das gemerkt? Ist denn die des Wahnsinns? Oh ja, Schleichen fehlgeschlagen. Die ist ja... Aber warte mal, jetzt dürft sie uns nicht sehen. Boah, wirklich, die sieht uns immer noch. Was ist denn das für eine? Hä? Wie denn das? Bitteschön. Keine Chance. Doch jetzt. Was haben wir denn hier? Besen, Gemälde, eine Truhe. Die schauen wir uns auf alle Fälle nochmal an.
können wir auch nicht knacken. Schlüssel, Moment. Schlüssel. Gut. What? Ich denke, ich habe den Schlüssel. Ich denke, ich habe den Schlüssel für die Truhe. Sag mal, wollt ihr mich vergangen? Was ist denn das hier? Ein Schinken? Ein Schweinebraten? Sag mal, was ist denn jetzt? Wieso bist du... Hä? Wieso... Wieso habe ich jetzt... Was habe ich denn jetzt wieder gemacht? Ein Schinken. Ja, warte doch mal jetzt hier. Wieso habe ich jetzt die Perspektive hier? Ah, okay. So, hier hängen Schinken. Moment. Was ist das da hinten? Was leuchtet das so? Warte ich mal kurz. Das ist ein Schalter. Ein Knopf. Ah, so that's what that did. Oha. Wieso hat Esmeralda ein geheimes Lager? Brauch ein bisschen Gold, ne? Oh, ist wahrscheinlich nur ein... Wir haben eine Schaufel, einen kleinen Heiltrank nehmen wir tatsächlich mal mit. Aber ansonsten gibt's doch hier nichts. Achso, die Truhe. Aber die ist doch wieder verschlossen, hundertprozentig. Jetzt mal ganz ehrlich. Ach nee. Verrosteter Kupferring. Ein göttlicher... Oh, den nehmen wir mit. Wiederbelebung, die nehmen wir mit. Kupferring. Hm. Ja, aber... Am Ende... Wir sind wirklich niemand, der stiehlt. Und ich wüsste... Was ist ein Zombie-Gemälde? Für was ist das gut, das Zombie-Gemälde? Was ist denn eigentlich im Schreibtisch? Ein Brieföffner. Bisschen Gold. Entschuldigung. Was ist das hier? Halt, Moment. Ein blutiges Messer? Das sehe ich erst jetzt. Also das sehe ich nicht erst jetzt, aber ich sehe, es ist ein blutiges Messer. A bloody dagger. Could this have been involved in the crime? It certainly piques one's interest, doesn't it? Ja, aber... Aber unser Hund hat doch eindeutig...
Unser Hund hat doch aber eindeutig gesagt, sie ist es nicht. Da ist noch eine Truhe. Okay. Mehr? Ach, hat man das? Nee, Eisenschlüssel. Was hier alles rumliegt. Nein! Careful, Comrade. I think I sense a sorcerer in yonder shadows. Nee, ich will nicht Madora. Ich will den Schlüssel. Madora, geh doch mal weg. Oh, manchmal, ne. Vielleicht lässt sich ja mit dem Schlüssel, obwohl es wahrscheinlich Quatsch ist, das hier aufmachen. Wieder eine Robe, die nicht identifiziert. Oh, ein hölzerner Feuerstab. Den nehme ich tatsächlich mal mit. Einfach, weil unsere Haltbarkeit ganz schlimm ist. Das andere lasse ich da. Ja, und ihr wisst, ein Heiltrank kann nie verkehrt sein. Was ist eigentlich in den Körben drin? Ja, welche? Hühnerfuß. Hm. Na gut. Haben wir auch das geklärt, ne? Mehr fällt mir jetzt nicht ein. Wo kommt man eigentlich wieder rauf? Wo ging's? Ach, da ist die Leiter. Sichern? Wieso schleichen eigentlich die anderen dann nicht? What? What? Does the ground turn to glue when you've been naughty around here? So, ich gehe jetzt hier hinten raus. Thank the Seven, we've secured the perimeter. Sichern? Ich habe nicht gesichert, ne? Ich muss nochmal alles machen. Tut mir echt leid. So, wir gehen jetzt nochmal zu Areus. Der da wo wäre. Wo ist denn das Gefängnis, dass wir nochmal mit dem toten Gräber sprechen? Greetings! These stalls are for our Legion troops. Rivalon's finest work up mighty fine appetite, Sir Seven. I've been mauled. I'll be discovered for life. Wäre der Koch noch irgendwie. Beyond these walls, the dead roam free hunter. Speed vigilant. Look on the bright side. Everyone knows the ugly soldiers are the most ferocious. Ugly will be the least of it. The beast looks rabid. In that case, you'll have the pleasure of putting me down yourself. Areus, wieso hast du den? Oh, what now? Wieso hast du den Tongräber? What about it? Well, have you found any incriminating evidence against her? If so, let's have it. Ja, ich glaube, sie, da können wir viel übers Messer sprechen, aber das bringt ja nichts. Weil sie ist es nicht. Der Hund hat es ja gesagt. Lasst uns über dieses Messer hier sprechen. So, you found a blooded knife in Esmeralda's cellar. Guess you can scratch the top candidate off your list of cliched clues, then.
Not exactly enough to arrest her for, is it? Nee. Nee, wirklich nicht. If you must. Nee, wirklich nicht. Sie ist es ja auch nicht. Am Ende kann es nur Eva Maria sein, wirklich. Ja, jetzt müssen wir nochmal schauen, wie es mit dem Tagebuch aussieht. Also nochmal, die Frau des Ratsmitglieds. Wir fanden einen blutverschmierten Dolch. Wir sollten Esmeralda... Achso, Entschuldigung. Hätten wir erstmal... Jetzt kommen wir wieder hin. Wir sollten Esmeralda damit konfrontieren. Okay, das machen wir. Warte, tut mir leid, dass es jetzt so viel Laufarbeit hier ist. Ich gehe nicht übers Hinterzimmer rein. Also über die Hintertür. Nur gut, dass wir ihren Hausschlüssel haben. Sag mal, was ist das eigentlich für ein Buch hier? Backer-Backer-Kuchen? Grundzutaten, Pizza, Käsebrötchen? Und wir haben Pizzateig. Teig für Apfelkuchen. Sehr schön. Fischpastet. Wunderschön. Käsebrot. Wo bist denn du? Ich sehe dich gerade nicht. Ich höre dich zwar, aber ich sehe dich nicht. Hä? Wo ist denn erstmal... Wo ist denn erstmal... Ist die oben? Wo ist Esmeralda? Wo ist Esmeralda? Ach, der ist es. So, Esmeralda, wir kommen. The Hunter returns. I hope you are here to shop rather than sleuth. Ja, sprechen wir mal. Listen, if you're going to accuse me of something, you would better find the evidence to back up your ridiculous claims. Könntet ihr mir erklären, woher das Blut auf diesem Messer stammt? Ja, aber dann weiß er ja, dass wir im Keller waren, oder? Perhaps it is you who should explain your presence in my cellar. And the dagger? It's simply a butcher knife used by my late husband to cut meat. He did so love to cook the deer. What'll you think of next? Accusing me of bashing him over the head with a frying pan? Yeah. Starstone? I've never heard of such a thing. Do you mean to imply he collected something dangerous? Something that may have gotten him into trouble? Esmeralda behauptet, dass... Ach, von Jake zum Kochen klingt zwar plausibler, ist es die Wahrheit? Ja, eigentlich schon. Das glaube ich schon, dass das die Wahrheit ist. Weil wir haben ja das Hundeding... Mit der stinkenden Unterhose. Ja, wir haben ja eigentlich schon den Beweis, dass sie es nicht ist. Nochmal zu Eva Maria. Ah, das macht mich kirre. Kirre. Again? Terribly sorry, Saucer. That strange reaction you caused. Blue light. I've been studying. I've a passion. She realized soon enough that her little party tricks hardly make her worthy of such grave responsibilities. To what do I owe the repeated pleasure, Source Hunter? Well, she's certain. I expect she'll be a very successful healer in her own right when the time comes.
She is learning from the best. Another family restored, thanks to... Yes, yeah. She's in the other room as we speak. She's gotten out. But she claims utter rubbish, I say. But with these blasted undead... Na gut. Hier sind wir auch durch, ne? Dann haben wir zwar wieder... Eins würde mich ja noch interessieren, wo der Totengräber hingekommen ist. Das würde mich tatsächlich noch interessieren als einziges. Aber ansonsten komme ich schon wieder nicht mehr weiter. Na? Und ich sag derweil ciao, ciao. Ich schaue mich ein bisschen alleine um, ne? Vielleicht fällt mir alleine noch was ein. Eher ich. Langsam wird es für euch wahrscheinlich recht langweilig. Könnte ich mir vorstellen. Ciao, ciao. Ach, übrigens. Wer lesen kann, ne? Ist stark im Vorteil. Man sollte immer ganz genau lesen. Das ist immer eins meiner Probleme, wenn ich Let's Play. Schlüssel für die Truhe im Gasthaus. Und, was mir noch aufgefallen ist hier, es gibt ein Buch, das heißt Der perfekte Mord in Esmeraldas Haus. Was ist am Ende doch? Was ist am Ende doch? Schaut mal hin. Der perfekte Mord. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber... A book about setting up the perfect crime. Esmeralda has interesting taste in literature. Ja. Scarlett, können wir darüber mal reden? So, jetzt schauen wir nochmal in die... Taverne, aber das machen wir heute nicht mehr. Wir werden dann praktisch... Jetzt sage ich ja wirklich ciao, ciao. Das nächste Mal nochmal in die Taverne schauen, ne? In die Truhe, die wir uns markiert haben. Hier unten. Weil das war noch was, wo ich gedacht habe, hey, wo wir, hey, wir hatten einen Schlüssel, den wir dort drin nicht benutzen konnten. Und deswegen bin ich nochmal in Esmeraldas Haus rein. Und da ist mir's aufgefallen. So. Puh, das ist schwierig hier. Ciao, ciao.